2. Wir konzentrieren uns wieder auf den Körbett. Und jetzt versuchen wir was Unmögliches. Wir versuchen zurückzufliegen. Der. Wir konnten landen, also können wir auch wieder abheben. Punkt. Dabei bleibt meine Idee. Die Idee war eigentlich so schnell zu fliegen, dass wir wieder nach Hause kommen. Das war die Grundidee. Ich glaube, ich schon mal zurückgeschafft. Nee, ich bin immer auf dem Mond geblieben. Meine Körbinauten hat immer so gut auf den Mund gefallen, die wollten nicht mehr zurückfliegen. Deswegen, ein heroischer Moment jetzt. Bitte leitet die Startsignale ein. 3. 2. Warte mal. Scheiße. Blöde Idee. Ich wollte eigentlich F2 drücken. F2 ist aber wohl total anders. Okay, 3, 2, 1. Take off. We have a take off. Wir müssen gleich in den Orbit fliegen. Was bedeutet, wir müssen gleich eine Kurve machen. Aber man sieht, man kommt vom Mond einfacher weg. Was liegt denn da? Da liegt noch Müll. Den hätte ich untersuchen können. Aber man sieht, wir sind im Krater gelandet, da wo wir hin wollten. Unser Krater ist eindeutig größer, wir sind im Krater gelandet. Ups. Erwartete Flugbahn, 23 Grad. Genau, ein bisschen mehr Gas. Aber Leute, wir waren echt ein gutes Team, wir sind bis zum Mond geflogen. Jetzt fliegen wir nochmal zurück. Da, ich bin so stolz, First Moon Landing. Ich glaube, ich habe First falsch geschrieben. Ah, scheiß drauf. Hauptsache ist doch, wir haben die erste erfolgreiche Mond hin. Boah, früher sah der eindeutig schöner aus. Jetzt ist der vollkommen durchlöchert. So. Wir warten so auf 20.000. Das reicht vom Mond weg. X. Wisst ihr, wie schön es ist? Ich habe gerade so ein Gefühl, so ein ich kann mich fallen lassen Gefühl. Es ist einfach so wunderschön, wir sind vor und das mit euch Leuten zusammen. Das macht mich gerade so traurig. Wir haben es zusammen geschafft. Zusammen sind wir durch die Welt von Kirvin zum Mann geflogen. Können mit dem Ding. Nee, die Idee ist zu blöd jetzt. Raphael, lass das. Das kann man alleine machen. Oder wir versuchen das beim nächsten Teil. Wenn ihr mehr sehen wollt, sind jetzt schon, wir sind schon bei 43 Minuten Aufnahme und sind mit einer Mission unterwegs. Aber ich glaube, euch gefällt auch die Mission hier so. So die Grundidee dieser Mission. Wir haben 9-mal Müll irgendwo rumfliegen. Aber lügt's mal, wir haben es geschafft. Wir sind hier gelandet. Hier. In einem S drin. Können die Geschwindigkeit wieder runterfordern. Da drüben. 63 Kilometer sind schon entfernt. Wir fliegen über den Mondboden. Ich bin... I'm proud to fly with you. Oh mein Gott, das ist so geil. Es ist immer so ein geiles Gefühl, wenn man fliegt. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir ihn zurückkriegen. Ich habe bloß gerade keine Ahnung, wie ich es ein bisschen hinkriege. Also machen wir jetzt mal F5. Und machen jetzt den ersten Test und so einfach mal hier Vollgas geben. Nach meiner Theorie müssten wir dann irgendwann in den Orbit nach da ausbrechen. Nach der Theorie. Genau. That was not what I expected.
Ich wollte keinen Orbit so groß. Bis ich das jetzt genauso hinkriege, dass das passt. Genau so. Jetzt fliegen wir eine Weile. Jetzt hoffen, dass es funktioniert. Müssen jetzt auf die Verkleinerungspunkt warten. Es wird sowas von gar nichts. Es könnte sogar was werden. Dann wäre ich sowas von berühmt. Bei der zweiten, beim zweiten oder dritten Flug? Beim dritten Flug schon zurück. Wir haben nicht einmal zurückladen müssen, weil wir irgendwie einen Fehler in der Rakete hatten. Nein, wir haben es. Von der ersten bis zur dritten Rakete dann. Was ist jetzt los? Wir fliegen in einem steilen Orbit. Dann auf Körbin ein. Ein bereits sehr steilen Orbit. Hey, was soll das? Achso, passiert nicht. Das ist nur so eine kurze Übernahme des Monds. Da sieht man die Flagge. Ich bin so happy. Man sieht mein Markenzeichen auf dem Mond. Oh mein Gott, ich bin so happy. Das Scheiße ist, wir landen in der Nacht. Pass auf. Oh mein Gott, wir treten in die Atmosphäre ein. Müssen Gegenschub leisten. Leutchen. Gegenschub. Alter, wie viel Benzin haben wir denn noch? Geh raus. Wir schaffen das wirklich dann noch. Er wollte mich verarschen. Ich hab's als Scherz gedacht, dass wir da zurückkommen. Wir schaffen das aber wirklich. Lol. Ach, wir machen mal Crew Report. Öffnen wir mal den Crew Report. With the air ID fracture closed, it's hard to tell what means. Noch das schon her. Wir haben schon so viel. Also besser gesagt, wir sind gerade im Kreativmodus. Ich glaube, ich mache da nochmal eine Dreiviertelstunde Aufnahme irgendwann mal. Und zwar rein über den Karrieremodus. Wir haben jetzt 48 Minuten lang eine Mission gemacht und auch geschafft. Wir sind erfolgreich vom Mond zurückgeflogen. Der erste Fallschirm hat sich jetzt geöffnet. Und, also besser gesagt, wir sind von Köln aus zum Mond, nach da oben. Und kommen jetzt gerade wieder zurück. Alles dank mir und Jeb, unserem treuen Piloten, der es besser geschafft hat als Bob. Und dank Bob, dass die erste Mission nicht gestoppt funktioniert hat. Oh ja, ich bin so happy gerade. Oh, ihr könnt es das euch nicht vorstellen. Ich war da und zu überlegen. Schaffe ich's? Schaffe ich nicht? Blamier ich mich oder blamier ich mich nicht? Das waren alle Sachen, die ich mir die ganze Zeit gedacht habe. Und jetzt hat. Yes! Kleine Veränderungen am Flugzeug. Dritter Start. Alles läuft wie geplant, ohne mal Quicksave zu laden. Das muss auch jetzt mal ohne Quicksave laden. Und wir sind gleich bei den 50, Leutchen. Gleich haben wir die 50 Minuten geknackt. Das sind dann fast 4 Parts. Das sind dann 4 Parts. Alter, eine Stunde lang nur zugucken, wie ich das Ding da fliege. Ich stelle mir das gerade so bescheuert vor. 50 Minuten, Leute. Wir haben die 50 Minuten geknackt. Seit dem zweiten Start, ersten Start. Scheiß drauf. Wer zur Hölle schaut mir dazu? Wer mir zuschaut, schreiben. Soll mir unten in die Kommentare schreiben. Da schaut mir doch niemand im Leben zu.
15 Minuten lang nur gucken, wie man ein scheiß Flugzeug von. Außer die, die lernen wollen, wie man ein gescheites Flugzeug fliegt. Das war jetzt gleich irgendwie gemein. Ich habe jetzt Sim. Kennt ihr Sim Earth? Kennt ihr diesen epischen Simulator? Den habe ich mir mal runtergeladen jetzt. Da der eh gratis ist. Ja, das Ding funktioniert wirklich super. Ich kapiere immer noch nicht, wie das im Earth Simulator da funktionieren soll. Wir fliegen mal ein bisschen weit runter. Tralalalalalala. Wir müssen jetzt schon deswegen landen, weil ansonsten haben wir Problemchen. Da ist das Surface. Da haben wir noch ein bisschen. Nicht mehr so viel, aber wir geben jetzt ein bisschen Gegengas. Oh mein Gott. Fuck. Jeb, es tut mir leid. Nein. Ach, scheiße. Jetzt habe ich mich doch noch blamiert. Das gibt's doch nicht. Kannst du aufhören, da oben mit deinem Auto safe? Ich bin gerade deprimiert. Ich hab Jeb verloren. Fuck. Das darf man jetzt keinem sagen, dass ich Japan verloren habe. Fuck, shit. Nein, Jap. Was? Jetzt mal halten, jetzt mal F9 und schauen, wo wir da hinkommen würden. Es ist ja keine Blamage, mal neu zu laden. Ich will doch nur, dass Jap wieder da ist. Nö. 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 Nö! Nö! Jeb, bleib auf dem Mond. Da bist du sicher. Okay, Leute. War ich jetzt in einem sicheren Orbit, oder? Oh, scheiß drauf. Also, Leute, das war unsere erste Mission. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Wenn wir irgendwas jetzt testen oder ihr wollt noch mehr sehen, ach genau, wir schauen uns noch den Karrieremodus an, dann noch eine Stunde. Das ist auch lustig, weil der echt recht schwer ist. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's auf jeden Fall gefallen. Es war lustig, es war am Ende scheiße. Aber wenn euch es gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Und wenn ihr mehr von dieser Scheiße sehen wollt. Und von mir würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mich abonniert. Ich bin der Raphael 1914. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Genau. Wir sehen uns bei der nächsten. Nee, das passt jetzt irgendwie nicht. Ich bin Raphael 1914 und ich bin euer Spezial-Sonderbeauftragter der NASA. Tschüss.